Hallo, von mir gibt es auch noch ein kurzes Fallanleitungsvideo, weil vielleicht hast du ja genau du vergessen, wie es geht. Erstens, aufmachen. Nein, der Finger da, das ist kein Witz. Und auch auf die Pfeile sollte man achten, weil sonst verrisst man das ganze Kuvert. Das oberste auf der Biege ist der Stimmrechtsausweis. Den gerade unterschreiben, dann vergiss man es nicht. Drittens, den Wahlzettel für den Ständerat ausfüllen. Ich empfehle dir den Daniel Leupi und den Daniel Josic für den Ständerat. Jetzt kommen wir zu den Nationalratslisten. Das ist das dicke Buch mit all diesen vielen Listen drin. Da ist ganz wichtig, du darfst nur eine Liste rausnehmen und die kannst du einreichen. Du kannst entweder selber eine ausfüllen oder einfach kannst du es machen, so wie ich, ganz einfach die grüne Liste, Liste 3, raussuchen. Auf der Liste 3 findest du mich zu oberst oben. Den Rest der Liste brauche ich nicht. Jetzt kann ich meine Liste 3 noch beliebig abändern. Hast du dich sicher schon gewundert, für was das gelockerte Kuvert ist? In das hinein kommen beide Stimmzettel. Der Stimmzettel für den Nationalrat und der Stimmzettel für den Ständerat. Ins Wahlkuvert hinein kommen der Stimmrechtsausweis, der unterschrieben ist, selbstverständlich, und das gelockte Kuvert mit deinen Wahlzetteln. Und jetzt darauf achten, dass in dem Fenster auch korrekt Einwohnerdienst von deiner Gemeinde stehen. Zukleben. Und jetzt kannst du nur noch etwas falsch machen. Vergessen wählen. Darum gerade heute ab auf die Post. Vielen Dank für deine Stimme.